Und die nächste Rednerin ist Eva Blimlinger von den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen. Es geht wieder mal um die Kunst und die Kultur und in dieser Anfrage der SPÖ wird ja nachgefragt, warum der Kunst und Kultur keine oder zu wenig Bedeutung zugemessen wurde. Dem muss ich natürlich widersprechen. Wir haben der Kunst und Kultur immer Bedeutung zugemessen. Da ist es mit den Vorgängerregierungen und Kunst- und Kulturminister, Ministerinnen der SPÖ nicht immer so gewesen, weil, um auf meinen Kollegen Markus Kotzer zu verweisen, der heute in seiner Budgetrede ganz richtigerweise gesagt hat, dass wir einen starken Sozialstaat brauchen, den brauchen wir für die Kunst und Kultur mehr als in allen anderen Bereichen, wie sich jetzt zeigt. Und da gibt es in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren, vielleicht sogar 30 Jahren, grobe Versäumnisse, die sich jetzt in dieser Krise mit Corona besonders deutlich zeigen. Es ist nicht gelungen. Und das kann man sowohl bei der freien Szene wie bei den etablierten Häusern sehr gut sehen. Und erlauben Sie mir da ein paar Beispiele. Es ist nicht gelungen, die Basissubventionen seit Elisabeth Gera zu erhöhen, und das ist immerhin mehr als 20 Jahre her. Das führt dann dazu, dass die Museen in einem hohen Maße dazu genötigt sind, ihre Eigendeckung wirklich immer wieder weiter und weiter zu treiben, was aber jetzt dazu führt, dass sie dastehen und mit einer geringen Basissubvention kaum ihre Häuser, ich sage zum Beispiel das Belvedere oder die Albertina oder auch das Kunsthistorische Museum, ganz schwer weiterführen können. Es war immer ein Anliegen sozusagen, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, dass mehr eingenommen wird und damit man sich erspart hat, dass die Basissubvention erhöht wird. Jetzt steht man vor den Scherben, ohne sich überlegt zu haben, was passiert, wenn das nicht mehr gegeben ist. Wie wir das in den Griff kriegen werden, wird sich zeigen. Dazu wird es auch notwendig sein, dass es neue Konzepte gibt. Das reicht aber auch, um nochmal den Sozialstaat zu erwähnen. Es ist nie gelungen, außer im Kunsthistorischen Museum, dass es Kollektivverträge in den Bundesmuseen gibt. Das rächt sich jetzt, weil Leute gekündigt werden müssen, weil es einen ganz anderen Rahmen gibt. Und wir da schauen müssen, wie wir das in der nächsten Zeit, wir haben das ja im Regierungsprogramm, auf die Reihe kriegen. Aber gehen wir sozusagen zu anderen Bereichen wie der freien Szene. Die freie Szene ist im Besonderen betroffen, weil hier natürlich zugesperrt, es gibt kaum Möglichkeiten, wiewohl die Künstlerinnen und Künstler in einer Weise kreativ sind, die ich mir manchmal auch von solchen dringlichen Anfragen wünschen würde, weil sie Formate finden, die für viele Leute zugänglich sind. Das Problem dabei ist, dass die meistens nichts einspielen. Mittlerweile gibt es Webformate, die auch Zahlformate sind, was gut ist, damit die Userinnen und User hier sozusagen Kunst vom Feinsten kriegen und doch ein bisschen was zahlen, damit das den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt. Sie haben keine Auftrittsmöglichkeiten, sie haben keine Präsentationsmöglichkeiten und es gibt keine Absicherung, weil es nie dazu gekommen ist, dass es sowas wie VRP-Situationen gibt, eine Verbesserung der Arbeitslosenversicherung, auch für Selbstständige, die in dem Bereich tätig sind, da haben wir ja sehr viele, nur dieses sehr schmale Segment in der Künstlerinnen- und Künstlersozialversicherung, dass sozusagen, wenn man weniger hat, kriegt man gar nichts, alles sehr kompliziert. Und in diesem komplizierten Rahmen war es nun notwendig, Maßnahmen zu ergreifen. Zugegeben, die waren nicht immer die schnellsten, aber es ist auch sehr kompliziert, diese heterogene Situation in der Kunst, und das macht die Kunst und Kultur ja aus, dass sie heterogen ist, wirklich sozusagen in den Blick zu nehmen. Aber, und darauf möchte ich schon verweisen, es gibt, hat sehr schnelle Maßnahmen gegeben, da ist gleich mein Dank an die Verwertungsgesellschaften, die sich hier schnell gezeigt haben, dass sie schnell agieren können mit Fonds, da wurde auch ausgezahlt, sei es die AKM, sei es die Bildrecht, sei es die Literarmechaner. Es würde der Günther Sozialversicherungsfonds, und es nutzt nichts, auch wenn dauernd verbreitet wird. Es ist dort nichts ausgezahlt worden. Alle Anträge im Günther Sozialversicherungsfonds sind positiv beschieden worden und die Leute haben Geld gekriegt. Ja, zu wenig, richtig,
zweite Phase. Wir werden schauen, dass wir das überhaupt noch irgendwie erhöhen können und hier selbstverständlich schauen, dass auch für das nächste halbe Jahr, weil das ist im Kunst- und Kulturbereich ja natürlich gegeben, etwas gibt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass vieles von dem, was jetzt als kritisch und wir brauchen Geld, 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 ja, aber dass vieles von dem eigentlich schon in den Jahrzehnten davor unter auch sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern umgesetzt geworden wäre. Danke.